Ralf Siegel, ein Mann, dessen außerordentliches Lebenswerk die Musikgeschichte geprägt hat. Schon von Kindesbeinen an widmete er sich seiner Leidenschaft und konnte so mit nur 19 Jahren schon seinen ersten Hit landen. Long, long way to Georgia. Von da an kletterte er auf der Karriereleiter zielstrebig nach oben. Mit seiner 1974 gegründeten Plattenfirma Jupiter Records produzierte er Erfolgshits mit Größen wie Rex Gildo, Peter Alexander, Roy Black, Katja Epstein. Ja, ich bin ein Berliner Kind, so wie halt Berliner sind. Vicky Leandros. Udo Jürgens. Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, ich schenk dir ein. Und vielen, vielen weiteren namhaften Künstlern. Wir sind die besten Freunde. Sie sind immer für es folgten unzählige Auszeichnungen für seine Arbeit. Unter anderem erhielt Ralf Siegel den Bambi als bester Musikproduzent, zweimal das Bundesverdienstkreuz, den Echo für sein Lebenswerk und die GEMA-Ehrennadel. Ein Titel zeichnet ihn ganz besonders aus. Beim Smago Award wurde er zum Mr. Grand Prix gekoren. Unglaubliche 25 Mal nahm er am Grand Prix Eurovision de la Chanson teil. Seine Lieder hatten immer wieder ein anderes Gesicht, einen anderen Charakter und doch trug alles seine Handschrift. Den größten Erfolg kennen wir alle. 1982 gewann Ralf Siegel mit Nicole und dem Titel. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde. Bei jeder Teilnahme bleibt sein Engagement und sein Wille ungebrochen. Ich hab geträumt, niemals ein Risiko gescheut und wie's auch kam bis heute nichts bereut. Ich hab vor Ehrgeiz gebrannt. Für dieses Land war von Lust und von Leid tief bewegt und fühle, wie die Leidenschaft mich trägt. Ich hab gelebt. Ralf Siegel ist einer der erfolgreichsten Produzenten unserer Zeit. Ein Komponist, ein Visionär, ein Ehemann und Vater. Aber vor allem ist er eines. Ein Mann, dessen Musik die Menschen auch in Zukunft noch lange berührt und auf allen Wegen begleitet.